Im heutigen Video teste ich die PHD Smart Blend Regel in den Sorten Vanilla Fudge sowie Peanut Butter and Jelly. Die Regeln sehen erstmal ziemlich simpel und einfach aufgebaut aus. Umhüllt sind sie mit einer zuckerfreien Schokolade. Bei der Vanilla Fudge ist dies eine Vollmilchschokoladenvariante und bei der Peanut Butter Jelly eine dunkle Schokosorte. Vom Geruch her finde ich tatsächlich, dass der Peanut Butter and Jelly ziemlich intensiv nach dunkler Schokolade und auch fruchtig duftet. Unter der Schokolade befindet sich einiges an knusprigen kleinen Crispies und auch eine helle, cremige Schicht. Die Proteinmasse ist von der Konsistenz her etwas kompakter und duftet nur ganz minimal nach Vanille. Dafür ist aber auch der pflanzliche Geruch extrem gering. Vom Aufbau her ist die Peanut Butter and Jelly Sorte genau gleich. Es gibt aber dennoch bei der Proteinmasse einen Unterschied. Hier ist es deutlich weicher und im aufgeschnittenen Zustand kommt der fruchtige Duft noch intensiver durch. Allerdings kann ich selber nicht sagen, um welche Art von Frucht es sich hier handelt. Der Vanillegeschmack ist hier sehr dezent. Den merkt man eher im Abgang. Und es vermischt sich doch ein klein bisschen mit einem leicht pflanzlichen Geschmack, der ein bisschen in die Erbsenrichtung geht. Allerdings finde ich es jetzt nicht so extrem penetrant. Die Schokolade kommt hier auch nur dezent durch. Im Gesamten ist der Riegel auch nicht sonderlich süß. Die Konsistenz ist am Anfang ein bisschen kompakter und knusprig, wird aber nach nur sehr kurzer Zeit ziemlich cremig. Ich finde ihn trotzdem sehr lasch, mir fehlt hier ein etwas intensiverer Vanillegeschmack. Wer einen intensiven Peanut Butter Geschmack erwartet, wird hier leider komplett enttäuscht. Es schmeckt nicht mal ansatzweise nach Erdnuss, sondern sehr stark nach dunkler Schokolade mit einer fruchtigen Note. Bei dem Fruchtgeschmack selber konnte ich auch beim Geschmackstest nicht rausfinden, um welche Art von Frucht es sich handelt, aber die Kombination passt hier auf jeden Fall richtig gut. Der Süßgrad ist hier etwas höher dosiert, allerdings in einem Rahmen, wo es auf jeden Fall in Ordnung geht und es nicht zu übertrieben ist. Was ich hier auch richtig gut finde, ist, dass man das pflanzliche Protein absolut gar nicht rausschmeckt und die Konsistenz ist wirklich extrem weich und knusprig. Von meiner Seite her würde ich mir diesen Riegel auf jeden Fall nochmal holen, auch wenn er nicht wirklich nach Peanut Butter schmeckt.